Willkommen beim Espresso to go mit Marco Buschmann, der konzentrierten Portion Politik hier aus Berlin-Mitte. Heute möchte ich mit euch über das Thema Islamismus sprechen. Islamismus ist eine Gefahr für uns alle und die offene Gesellschaft. Das haben wir durch die Anschläge in Frankreich, in Österreich und auch in Deutschland bitter erleben müssen. Und deshalb müssen wir Islamismus bekämpfen, eindämmen und zurückdrängen dort, wo er auf dem Vormarsch ist. Bekämpfung des Islamismus ist ein so wichtiges Thema, dass wir hier von den Besten lernen sollten. Und einer der Besten auf dem Gebiet ist Bart Somers. Bart Somers ist der liberale Bürgermeister von Mechelen. Und er ist zum besten Bürgermeister der Welt ernannt worden, weil er das Problem des radikalen Islamismus in seiner Stadt super in den Griff bekommen hat. Und Bart hat im Prinzip zwei Ratschläge. Regel Nummer eins, null Toleranz bei Gewaltkriminalität. Die muss verfolgt und geahndet werden. Islamistische Gefährder müssen überwacht werden. Und die Behörden, die für die Bekämpfung zuständig sind, wie die Landesämter für Verfassungsschutz, müssen vernünftig mit Personal und Material ausgestattet werden. Barts Regel Nummer zwei lautet, Islam und Islamismus sind zwei Paar Schuhe. Muslime sind Teil unserer Gesellschaft und deshalb hat er sich dafür eingesetzt, dass es muslimische Friedhöfe gibt, dass es Moscheen gibt, um zu zeigen, wir lassen uns nicht spalten. Was heißt das für Deutschland? Das heißt, meine ich zum Beispiel, dass wir muslimische Geistliche brauchen, die an deutschen Universitäten ausgebildet sind, die auf dem Boden des Grundgesetzes predigen und nicht Leute, die irgendwelche Steinzeitzeug predigen und möglicherweise auch noch von Diktatoren finanziert werden. Das wäre ein Schritt gegen radikalen Islamismus. Ihr fragt euch vielleicht, wo wir diese Folge Espresso gedreht haben. Und das passt ganz gut zu 102 Jahre Frauenwahlrecht, was wir in dieser Woche ja feiern, weil das ist das einzige Gebäude hier im Bereich des Deutschen Bundestages, das nach einer Frau benannt wurde, nämlich nach der liberalen Abgeordneten Marie Elisabeth Lüders. Und sie hat sich schon in der Weimarer Republik erfolgreich für Frauenrechte eingesetzt, zum Beispiel dafür, dass Frauen auch Richterinnen und Staatsanwälte werden dürfen. Und wenn euch diese Folge meines Espresso gefallen hat, dann folgt doch einfach den Kanälen der FDP-BT oder mir auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter und wo wir sonst überall sind. Und wenn ihr Fragen zu dieser oder anderen Folgen habt, schreibt es doch einfach in die Kommentare. Wir antworten bestimmt.